Es war natürlich ein Härtetest für unseren Antrieb. 24 Stunden der S-Alu mit seinen 90 Newtonmeter Drehmoment in Dauerhöchstleistung zu betreiben. Ja, das ist ja schon eine enorme Belastung, wie sie im Feld gar nicht vorkommt. De nombreux touristes du monde entier viennent admirer notre région et ont le problème avec ces pédalos d'avoir trop d'efforts à fournir. Et en voyant le mouvement de pédalage, j'ai tout de suite pensé à Brose. Wir sind mit Alpfactory seit vielen Jahren gut verbunden. Wir schätzen die Firma als Hersteller von Präzisionsmechanik. Auf der anderen Seite war natürlich eine gewisse Sorge da, dass wir die Serienproduktion oder das Serienprodukt irgendwie verändern müssen. Aber wir haben super Unterstützung bekommen vom Team von Alpfactory. Die haben diese ganze Anpassung selbst gemacht. Außerdem war natürlich auch noch die Herausforderung, mit dem Spritzwasser umzugehen. Aber unsere Antriebe sind spritzwassergeschützt. Natürlich auch eine super Challenge hier in einer wundervollen Umgebung. Also hat einfach mal ganz toll gepasst und ja, zeigt einmal mehr, was der S-Alu kann. Zurück in Berlin haben wir den Antrieb dann gleich zerlegt und im Labor analysiert. Ich muss sagen, alles in allem sieht sehr gut aus. Wir sehen kaum Verschleiß. Die Lager sind in bester Verfassung. Wir sehen ein ganz klein bisschen Abrieb am Zahnriemen, was aber bei 24 Stunden Dauerhöchstbelastung völlig normal ist. Die Kupferdrähte ein bisschen blau angelaufen. Ganz wichtig auch, er ist drin völlig trocken. Und dabei muss man aber sagen, sind wir ja durch 2 Stunden extrem starkes Gewitter gefahren, sodass man in Summe wirklich sagen kann, unser S-Alu hat einen Top-Job gemacht. C'était une super expérience. On a eu quelques désagréments au niveau de la météo, mais globalement tout s'est bien passé. Merci à Brose pour tout le matériel fourni, etc. Le moteur a tenu, donc c'était génial. Et puis voilà. C'est vraiment des beaux moments de partage qu'on a partagé tous ensemble, et je pense que ce sera des souvenirs qui resteront dans les mémoires. Merci beaucoup à tout le monde.